Hallo und herzlich willkommen zum automatisierten Codex-Vorlesedienst von Mass Effect 3. Wir bringen Ihnen ja die neuesten Einträge, die wir hier in der Datenbank haben. Kategorie Mass Effect 3 aus der Asche. Planeten und Orte Eden Prime. Als die ersten Siedler 2151 voller Zweifel das neue Charon-Massenportal durchschritten, fragten sich viele, ob die Realität des Lebens auf Eden Prime mit den Geschichten von der unberührten Landschaft mithalten konnte, die sie zu diesem Schritt bewogen hatten. Doch was die Kolonisten vorfanden, überstieg ihre Erwartungen sogar noch. Das stabile Klima und die kompatible Biologie machten die Kolonie von Anfang an überlebensfähig. In den nächsten Jahrzehnten übersiedelten mehrere Millionen Menschen nach Eden Prime und eine hauptsächlich auf Landwirtschaft gestützte Kultur entwickelte sich. Die neue Kolonie konnte sich schon bald selbst versorgen und begann zudem mit dem Export verschiedener Güter. Den Großteil davon machten seltene Pflanzen aus, die aus den zahlreichen Samenbibliotheken der Erde gezüchtet wurden. Aber 2183 kam die große Bewährungsprobe der Kolonisten. Eden Prime wurde von dem abtrünnigen Spektrensaren Arterius und seinen Guest-Verbündeten angegriffen. Nicht viel später wurde auch die Citadel zum Ziel, deren Streitkräfte und Terra Nova, die Nachbarwelt von Eden Prime, war von der vollständigen Vernichtung bedroht. Angesichts dieser Lage hätten sich viele Bürger mit Sicherheit zur Erde zurückgezogen, was zahlreiche Kolonisten auf Terra Nova auch taten. Aber die Regierung von Eden Prime weigerte sich aufzugeben. Die Kolonisten entschieden sich bei einer Wahl mit überwältigender Mehrheit gegen den Bau von Evakuierungsschiffen und entschärften die Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge von Terra Nova, die ein neues Zuhause suchten. Die Bevölkerung von Eden Prime stieg dadurch deutlich an. Und was immer dieser Krieg auch bringen mag, der Planet ist nach wie vor ein Symbol für die Zukunft der Menschheit im Weltraum. Technologie Proteaner Center. 2183 entdeckte Wissenschaftler der Menschen ein technologisches Artefakt der Proteaner auf dem Planeten Eden Prime. Während Commander Shepard's Trupp einen Angriff der mit Saren Arterius verbündeten Gäste zurückschlug, kam er in die Nähe des Artefakts und löste es damit aus. Das Objekt wird als Sender beschrieben und sandte dem Commander Fragmente von Tönen und Bildern, die als Wahrnehmung vor der bevorstehenden River-Invasion gedacht waren. Dabei wurde der Sender überlastet und es kam zu einer heftigen Explosion. Der Citadel-Rat tat die Vision zunächst als höchst subjektive Erfahrung ab, aber mittlerweile hat das Citadel-Komitee für paläontologische Technologie die Überreste des Senders analysiert, um zu begreifen, auf welche Weise er kommuniziert hat. Dabei trat aber keineswegs eine telepathische Technologie zutage, die die Marines in ihren Berichten beschrieben hatten. Der Sender war mit einem Masseeffektfeld ausgerüstet, um sein Zielsubjekt unbeweglich zu halten. Eine notwendige Maßnahme, um Kollateralschäden während des übrigen Vorgangs zu minimieren. Danach scannte er umgehend die Struktur der optischen und akustischen Nerven seines Ziels sowie große Teile des Gehirns, die für das Gedächtnis zuständig sind. Sobald das Expertensystem die Funktionsweise dieser Bereiche erkannt hatte, stimulierte es mit gezielter elektromagnetischer und anderer Strahlungsenergie, wobei leistungsstarke Programme alle vom Sender gewünschten Bilder und Töne erzeugen konnten. Im Prinzip ähnelt der Gesamtvorgang dem beliebten Unterhaltungsmedium, das als SimStim bekannt ist. Allerdings weitaus umfassender. Sims beeinflussen die Wahrnehmung, nicht das Gedächtnis. Der medizinische Offizier der Normandy bemerkte, dass der Sender innerhalb weniger Sekunden mehr Informationen übermittelt hat als ein Sims, das in mehreren Stunden vermag und das an eine Spezies, deren Physiologie den Konstrukteuren völlig unbekannt war. Für einen Paleotechniker ist der Umstand, dass Commander Shepard Unterstützung brauchte, um die Nachricht zu deuten, im Vergleich zur Leistung der Proteaner, dass sie Shepard überhaupt erreicht hat, nur eine
und bedeutende Fußnote. Kategorie Wechsel. Organisationen. Cerberus Nemesis. Nemesis sind spezialisierte Scharfschützen von Cerberus. Durch eigens entwickelte Implantate können sie dem gewaltigen Rückstoß des Antimateriegewehrs M98 wieder standhalten, wodurch aus dem ohnehin schon gefürchteten Gegner eine Macht wird, die den sofortigen Tod bringt. Durch topmoderne Scan-Ausrüstung kann der Scharfschütze lange in Deckung bleiben. Einen Nemesis sieht man meistens erst, wenn er das Feuer eröffnet hat, falls das Ziel die erste Kugel überlebt. Aufgrund der Selbstzerstörungsmechanismen, die beim Tod des Scharfschützen ausgelöst werden, hat die Allianz noch nie Teile der Nemesis Verbesserungstechnologien in die Hände bekommen. Das und die Neigung von Cerberus Truppen bei der Gefahr von Ergreifung selbst zu gehen, hat eine wissenschaftliche Untersuchung ihrer Implantate bisher verhindert. Cerberus Techniker. Cerberus Kampftechniker sind spezielle Einheiten zur Unterstützung der Primärtruppe, die selbst nicht an Gefeuergefechten teilnehmen. Sie tragen leichte Panzerung als die normalen Cerberus Soldaten. Aus einem speziellen Gewebe, das eine größere Beweglichkeit ermöglicht. Techniker arbeiten im Verborgenen, sie warten Geschütze und reparieren mechanische Einheiten oder gepanzerte Verbündete. Werden sie gestellt, erwidert sie das Feuer nur so lange, bis sie eine neue Deckung gefunden haben und die Frontsoldaten sich um das Problem kümmern. Obwohl Techniker für sich betrachtet nicht sonderlich gefährlich sind, warnt die Allianz ganz explizit vor Geschützen, die einen ganzen Trupp auslöschen können, während der zugehörige Techniker das Weite sucht. Kategorie Wechsel. Planete und Orte. Benning. Benning war früher eine aufstrebende Menschenkolonie, aber die Reaper haben einen Großteil der Bevölkerung zur Verarbeitung zusammengetrieben. Trotzdem gibt es noch einige Widerstandszellen, die den Reaper bislang entkommen sind, und es werden Rettungsversuche geplant. Ein Widerstandsradio, das kurz nach dem Beginn des Angriffs eingerichtet wurde, sendet nach wie vor. Es hält Überlebende dazu an, zusammen zu bleiben und meldet Gerüchte über angebliche sichere Orte. Leider haben diese Gerüchte zu Überfällen geführt und die Verzweiflung derer, die noch frei sind, weiter gesteigert. Währenddessen sind die automatischen Landwirtschaftssysteme auf Benning weiterhin in Betrieb und folgen für nie gekannte Mengen an Nahrungsmitteln in den Silos und Lagerhäusern des Planeten. Schließung der Kategorie. Keine weiteren Einträge gefunden. Das automatisierte Codex-System meldet sich nun ab. Wir danken für Ihr Zuhören und begrüßen Sie vielleicht bald wieder auf Wiederhören.